Hellblade, Senua Sacrifice. Willkommen bei Tiger Stream, liebe Damen und Herren. Heute habe ich ein spezielles Spiel parat. Ich hätte schon gestern sollen haben, aber BOG hat mich diesbezüglich nicht informiert, dass das Game nur auf digital erhältlich sein wird. Ich hätte mich eigentlich auch selber können die Info holen, aber wie auch immer. Auf jeden Fall, ich habe das neue Spiel. Wir gehen jetzt gerade mal in Optionen. Wir gehen gerade schauen, was wir da für Grafikeinstellungen haben. Wir machen da Vollbild. Sehr hoch. Ist sehr hoch. Ist das höchste sehr hoch? Sehr hoch ist das höchste. Dann ist das mal sehr gut eingestellt. Anwenden. Bestätigen. Perfekt. Kampfschwierigkeit machen wir schwer. Fotomodus machen wir ein. Und dann werden wir mal das Spiel starten. Hahaha! Oh, das sieht wahre geil aus, Alter. Safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? It's breathing. It's breathing. It's breathing. Deep into darkness. There'll be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why isn't she coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already I can feel you coming. Quiet. Wow. Oh, how rude of me. I never told you of the others. You hear them too, right? They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've changed. I think the darkness changed them, just like it changed her. Can you see them over there? Why isn't she looking? Why aren't you looking? He's in hell. Look, up ahead. You see it too? You promised you could get it. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call hell. Alter, die Grafik ist umwerfend schön. Sehr gute Arbeit. Sehr gute Arbeit. They're watching her.
What is she thinking? I can tell you. She's afraid. Wouldn't you be? You'd think she would get used to it by now after so many years. But the darkness, it just builds onto itself, growing stronger, towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight, where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light is all you need to see its suffocating power. They can feel you. You might think she's brave to go on this journey on her own, but it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Senua's fear runs far, far deeper. So, wir sind da angekommen, wo überall Leute aufgespießt sind. Ich bin jetzt gerade ein bisschen überwältigt, ich habe nichts gesagt bis jetzt. Aber ich glaube, das ist ja gut, so dass ich nichts sage. Sie hat mich bemerkt. It's not too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. You can't do it. Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Maybe you too have a part to play in this story. Sehr gut. Das Game läuft bei mir mit 60 FPS, kann ich sagen. Stabile 60 FPS, maximale Einstellung. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea, and find a road that leads north and down through deep, dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Okay. Interessante Geschichte. True story, bro. Also, ich muss sagen, die Grafik ist abartig schön. Da läuft nicht einmal Rainbow mit maximaler Einstellung auf meinem PC flüssig und das Game hat schon mal viel bessere Grafik. Da merkt man einfach, wie super das Game programmiert ist. Mit viel Leidenschaft und Perfektion auf dem hohen Maß. Ich habe gehört anscheinend, ich kann zwar nicht genau sagen, ab wie viel, Kills, aber sobald man irgendwie 8 Mal, glaube ich, gestorben ist, muss man das ganze Game wieder von neu anfangen.
Wow. Schön hat das eins das viel gemacht. Ganz interessantes Setting. Das sieht noch einmal Geflügeltier aus. What was it he said? The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. Ich glaube, das ist ihr Vater. Was? Der Scheiß atmet. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Her dear beloved, Dillian. I'm coming. So, I'm coming, bitch. What is she doing? Why is she doing this? Und einfach mal Umgebung ein bisschen abchecken. Das sieht heftig aus, Alter. Wollte ich auch gedacht, hätte ich konnte. Ich glaube, ich habe nicht selber Schizophrenie. Okay, alles gut. Alles gut, alles gut. Okay, das heißt. I forget its name. She forgets too. But she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. The old fool said there was a hidden path into it. Let's see, shall we? Ich bin immer noch überwältigt von dieser Grafik. Mamma mia. The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Whoa. Eine nordische Geschichte. Apropos nordische Geschichte, God of War ist auch nordisch, falls ihr das nicht mitbekommen habt. Ja, ich wirsch. Wie? Ah, mit F. Okay, F ist Klettern, ha? Huh? Oh, häng jetzt mal. Also ich muss sagen, ich habe nie so die Erfahrungen gemacht mit Schizophrenie oder habe niemals psychische Probleme gehabt, nie. Und wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, krass, ich hätte so etwas nie erwartet. Ich hätte nie gedacht, dass Schizophrenie wirklich so krass ist. Redest du? Nicht, okay. Auch mit F. Interaktion ist F, hä? No, this is it. The hidden path.
Wahrscheinlich. Was ich da etwas machen? Ah, das ist ein Cutscene, okay. Don't kill me. I'm not one of them. Don't listen. I was just hiding. I find I live longer that way. Don't listen. I never let the bastards catch me again. Never! Wait. Who are you? It's just a memory. Drew? Is that you? How do you know? From my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. He's lost. An old fool. Druth is my truth. Huh? It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell. If I may walk with you. Also, die Figur ist keine Grafik, das sage ich euch jetzt schon. Das war ein echter Schauspieler gewesen, mit einem sehr guten Filter überzogen und eine sehr gute Beleuchtung. Focus your inner eye. And you too will see what's hidden in plain sight. You have to take a closer look to see. Why isn't she? Oh, closer look, okay. I can see one. Hold it in your mind's eye. Find one like it to open the gate. Okay, das ist es. M mit X in der Mitte. Ich muss. It's near. Focus. You will find it. Look towards the gate. Ah! The gate is open. Go through the gate. Go through it. Okay, ich habe es jetzt nicht gerade ganz verstanden, wie das funktioniert hat. Ich habe es jetzt nicht genau verstanden, wie das funktioniert hat. I spent 6 years enslaved in hell. But I've watched the Northmen. Learned their ways. I know you did. You listen. When everyone else laughed, my people paid a heavy price. Carry my stories with you, and together we will make the Northmen feel our fury. Ja, wunderschön. Another voice joins us. She was trying to make them go away. Meine Fresse, die Diskussionen sind echt heftige. I guess it's the same with heights. You could stand on the edge, pretend it's going to be okay. But you know that death is near, waiting for you to make that little slip. You can't just wish things away. The world of the dead is ruled by the giantess, Hela. Daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the 9 worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with her, you must bargain. Okay. Jedes Mal, wenn ich Loki oder Thor höre, muss ich gerade an Marvel denken. Wow, das ist ein Riesenschiff da, hä? Jetzt gehen wir da mal runter. Senua. Hör wieder, wie sie schnupft.
Oh, oh. Ein großer Ruhm, ein erfolgter Fight beginnt. Das kann nur ein Bossfight heißen. Es kann jetzt nur ein Bossfight sein. Klopf, klopf. Wow. Alter. Oh shit, Alter. Ich habe schwer genommen und ich habe keine Ahnung, wie ich da... Oh! Oh, 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 sorry! Okay, das Leben bleibt dann so, heile ich mich automatisch. Oh, sorry, falscher Knopf. Wow! Woo! 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 Komm. Okay, die erscheinen gerade. Oh, was? Ja, wie mache ich die fertig? Alter, wie mache ich die fertig? Ja. Ach, nicht jetzt müssen sterben. Oh Scheiße, ist das Game krank, Alter. Alter, was ist da los? The
the darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. All of her suffering will have been for nothing. It's just a matter of time. Boah, ich habe so etwas noch nie gesehen. Das ist genau das, was fehlt bei den heutigen Games. Verdammt geniale Idee. Battles are fought in the mind. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now, at least, she still has control of her mind. And she will fulfill her vow. Whatever the cost. He's not breathing. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first face the gods that guard it. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn. Spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Wow. Kann ich das speichern? Ich habe sogar... Left Control ist blocken. Ja, aber speichern, wie tun ich da speichern? Fotomodus. Auf jeden Fall, Leute, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ich habe das Game jetzt brutal gefühlt, wie schon lange nicht mehr. Und ich bin sprachlos. Das Game ist der Hammer. Für 30 Stutz kann man den auf PlayStation Store holen, wenn man es auf der PS4 wird gamen. Oder man kann es auch für 30 Franken auf Steam holen, wenn man es auf PC wird geben wie ich. Ich würde, wenn du willst, wirklich das volle Erlebnis haben, würde ich es dir auf PC empfehlen, nur schon wegen der Grafik. Aber auch auf der PlayStation 4 ist es gut. Besonders mit PlayStation 4 Pro wirst du es sehr gut fühlen. Ja, ich hoffe, ihr habt Spass gehabt. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr werdet mich abonnieren nach dem Video. Abonniert mich, liked das Video und... Ja, was hätte ich noch dazu sagen? Habt einen schönen Abend, Tag, morgen, was auch immer. Tschüss zusammen, bis zum nächsten Mal.